Das Kunsthaus in Bregenz zeigt derzeit eine umfassende Schau über den amerikanischen Videokünstler Toni Ursler. Im Anschluss daran wird sie Marc Gächter über die Sportevents informieren. Der Fassade des Kunsthauses drückt er seinen nächtlichen Stempel auf. Und im Inneren des Gebäudes blinkt, blitzt, tönt und flimmert es multimedial. Der amerikanische Künstler Toni Ursler thematisiert mit Lock 246 den Einfluss von Massenmedien auf die menschliche Psyche. Seine Werkfolge hat er speziell für das Kunsthaus Bregenz während mehrerer Jahre entwickelt. Herausgekommen ist ein Psychogramm des Konsum- und Medienzeitalters, einer Welt, die sich immer mehr das Bewegtbild zu eigen macht. My generation transitioned from static image production into electronic image. Meine Generation wandelt von einer statischen Bildproduktion zu einer elektronischen Bildsprache. Ich denke, dass jede Generation die Technologie oder Bilder repräsentiert, die sie in dieser Zeit haben. Aber jetzt verwende ich die Technologie, um mehr Poesie, mehr Menschlichkeit der Technik auszudrücken. Es passiert, dass die Technik das Transportmittel darstellt, um Leidenschaften und menschliche Bedingungen zu entdecken. Empathy and human conditions. Ursler's Werke sind ein Hybrid aus Skulptur und Performance.